Hallo und herzlich willkommen. Ich habe hier einen wunderschönen Besen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge vom Heimwerker-Simulator. Ich habe mal hier draußen diese hässlichen Platten hier entfernt und habe so ein bisschen geguckt, wie können wir das vielleicht hübscher machen, aber das ist gar nicht mal so einfach, weil das wird, also es wird in jedem Fall immer hässlich. Das ist irgendwie so ein bisschen blöd. Das Problem ist, dass die von den Größen her, wollen die nicht so recht hier immer hier reinpassen. Da müssen wir uns irgendwie mal was ausdenken, wie wir das eventuell besser hinbekommen. Würde ich gerne auch mit euch gemeinsam machen. Was können wir denn hier beim Boden? Schauen wir mal. So, Sportdecken. Was ist denn eine Sportdecke? Stein. Wir können auch Gras ausrollen. Nee, wir wollen aber hier sowas haben. So, wo das Auto herfährt, hat man ja meistens so eine... Ja, dieses Muster ist wahrscheinlich zu fein. Ganz normaler Pflasterstein als Block. Das geht nicht. Zeige ich gleich warum. Weil da bleiben nicht immer diese blöden Ränder stehen. Das ist nicht schön. Jetzt haben wir die nur nicht. Jetzt haben wir die nur nicht so, wie ich die haben möchte. Verdammt. Ihr könnt ja mal mit der versuchen, ob das hier passt von der Auslegung. Das war hier so für unsere Garage. Oh, und da darf sie nicht so weit überlappen, sonst passt das wieder nicht. There you have it. Nicht schön, aber selten. Ich glaube auch, dass sämtliche Fliesenleger, ne, weltweit, dass die alle... irgendwann massive Knieprobleme haben. Ich freue mich noch, wie wir am besten hier immer so von der Seite dran gucken, dass wir es immer sehen, dass das schön wird. So. Und ich muss sagen, das ruckelt immer so ein bisschen, wenn man hier mit dem Rasen irgendwelche Sachen verändert. Das scheint das Spiel noch nicht so zu mögen. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass es hier hinten sich nicht ausgeht. Also ganz ehrlich, ich bin noch nicht ganz davon überzeugt. Also das ist ja immer so ein Problem, was wir mit diesem Spiel hatten, ne? Das ist immer so bei Überlappungen oder bei Ransetzungen oder, ne, weißt du, wie ich meine? Das war immer irgendwie so ein bisschen fummelig. Ich wollte gerade sagen fickerig, aber das ist was anderes. So, zack. Und zack. Naja, immerhin haben wir die Einfahrt schon mal hübsch. Dann müssten wir hier jetzt noch so schöne Platten hinmachen, die ins Haus reinführen. Und da würde ich sagen, nehmen wir die nächste Aufgabe an. Welche nehmen wir denn da mal? Aber hier sind diese Naturdinger, aber da ist wieder ein Rahmen dran. Symphonia, so richtig schöne helle. Ja, ist wahrscheinlich schön. Wir müssen nur gucken, dass wir hier... Das ist hier ungefähr in der Mitte. Und eins von da weg. Naja. Nein, das ist nicht schön. Ich glaube, bei diesen Platten, das müssen Platten sein, die irgendwie so ein festes Muster haben, oder?
bunter Kies. Ach, so ein Kiesweg, den mache ich in Minecraft auch immer. Kann ruhig heller und fein sein. Oder soll man den im Wechsel mit so einer anderen Kiesfarbe machen? Aber das ist ja nicht glaubwürdig, ne? Ah, guck mal, den kann ich überlappen machen. Ja, das ist nicht schlecht. Das Problem ist nur, dann sieht man nicht so richtig, wo hier der Rand ist. Man will das ja so ein bisschen, man will das ja so ein bisschen gerade haben. Aber diese Art des Verlegens sagt mir deutlich mehr zu. Da bin ich nicht der Fliesenleger diesmal, sondern der Kiesenleger. Hahaha. Der war schon ganz schön schlecht, oder? Boah. Ui, hätte von Olaf sein können. Aber hier kriegen wir... hier kriegen wir es schön hier bis an die Tür ran. Guck mal da. Wenn ein Frauchen nach Hause kommt, da gibt es keine Schimpfe. Jetzt haben wir nur hier so blöd. Ach, guck mal, das kann man sogar malen. Trotzdem will ich das ein bisschen ordentlich haben. Und da fallen mir wieder Dinge ein, die ich gerade vergessen habe. Huch. Pass auf, jetzt können wir das ja so ein bisschen... Oh. Ja, das ist ja praktisch. Ich wollte das aber drehen eigentlich. Na gut, dann machen wir es halt breiter. Ja, kann man so anbieten, würde ich sagen. Aber hier einen schönen Kiesweg. Hervorragend. Dann nehmen wir mal den nächsten Auftrag an. Aber wir müssen auch die Veranda, da müssen wir auch nochmal schön machen. Huch, ah, ich gehe jetzt auf die Knie. Ja. Und dann werde ich natürlich so ein bisschen annehmen, was ihr mir... Eine Gartenlaube, das klingt interessant. Hallo, Liebe, ich hoffe, dass ich Sie nicht beleidigt habe und dein Geschlecht geratet habe, weil ich auf der Karte leider nicht Ihren Vor- und Nachnamen, sondern nur den Namen des Unternehmens gefunden habe. Ich liebe meinen kleinen, charmanten englischen Gartenstil, ich liebe meine Pflanzen und sie erwidern die gleiche Weise. Ich glaube, ich sollte die Mails immer vorlesen. Nur eins, das Einzige, was nicht in meiner wunderschönen paradiesischen Abgeschiedenheit ist, will eine Laube. Warum? Ich erkläre es, ich habe es nicht. Verstehst du das, Schatz? In einem so schönen, perfekten und süßen Garten gibt es keine Gartenlaube und ich will diese Laube. Eine Dame wie ich wird doch keinen großen, schweren Hammer in ihren winzigen und zarten Händen... Alter Schwede. Das höre ich auch häufiger. Nicht die Schuppe ihrer Haut mit verrosteten Nägeln, die tödlich verletzt oder schlimmer. Kotzen sie, hinterlassen sie ihren Leben lang grausame Narbe auf ihrer Alabasterhaut. Ich würde so etwas nicht überleben, Schatz. Daher meine Bitte. Ich brauche jemanden, der so stark männlich und ritterlich ist wie sie, um meine zarte Haut vor einem so schrecklichen Schicksal zu bewahren und eine Laube in meinem Garten zu bauen. Ich sende die Kraft der Umarmungen. Bella Rose, wenn Sie eine Frau sind... Werden sie auch ein Teil dieser Aufgabe sein, aber ich bin nicht damit einverstanden, solche weltlichen und schmutzigen Arbeiten von Wesen auszuführen, die so zart sind wie Frauen. Ach du dicke Männer. Da bin ich mal gespannt, was uns hier... Oh, du musst noch 68 Fortschritte erreichen, um diesen Auftrag abzuschließen. So, was haben wir denn hier? Aufgaben, Fortschritt. Oh, das ist schön hier. Ich mag sowas so.
So, wir gehen mal hier rein. Gartenlaube. Montiere runde Gartenlaube mit Kuppeln und Ornamenten. Runde Gartenlaube mit Kuppel und Ornamenten. Ach, du dickes Lottchen. Die machen wir mal in hell. Und die in schwarz. So, und dann habt ihr gesagt, bei so einem Trampolin und so, das habe ich wahrscheinlich falsch gemacht. Da hätte ich wahrscheinlich reinspringen müssen. Dann hätte das wahrscheinlich geklappt. So, wir machen das mal. So. Ist ja schon ganz schön detailliert, ne? So, jetzt mal den noch draufsetzen. Dann die Kuppel da drauf. Und das Häubchen. Sehr schön. Und jetzt noch einen Garten. Oh, das ist aber wirklich. Können wir die verschieben? Nee, die können wir nicht mehr verschieben. Puh. Okay. Gartentisch Meno. Meno, Meno, Meno. Mache ich mal eine Pause. Meno. Gusseiserner Gartenstuhl. Gusseiserner Gartentisch Meno. Der passt ja ganz gut dazu. Dann stellen wir den mal hier so hin. Und vier Gartenstühle Dali. Gusseiserner Gartenstuhl Dali. Machen wir auch im dunklen Design. Passt dann zu den Dingen hier. So, einmal hier so. Kann man hier ein leckeres Snacks einnehmen. Und hier kann man sich so schön in den Sonnenschatten setzen. Herrlich. Schon schön. So, was haben wir denn noch? Mal ein bisschen gucken. Guck mal, hier hat ja schon so ein Ding stehen. Und hier hat sie so ein Brunnen. Das ist auch schön. Schade, dass der nicht läuft. Hier ist Einbahnstraße. Ach, das ist eine Bank, ist das. Ah, das tut gut. Mm. Na gut. Das ging jetzt aber schnell. Hier ist ein kleiner Teich. Der ist aber ganz zugewachsen. Und wir haben hier echt nichts anderes zu tun, als diese Sachen hier bauen. Oder wie? Na gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen für diese Folge. Einen schönen, ja, haben wir einen schönen Vorgarten gebaut und haben auch bei uns am Haus versucht, das alles irgendwie schöner zu machen. Hat ja nicht ganz geklappt. Aber das ist immer noch hässlich hier. Hä? Wo ist denn? Sag mal, das Hässliche ist. Das. Das Hässliche ist geblieben, das Schöne ist weg. Was soll das denn? Warum? Was soll das? Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann bin ich mal gespannt, was da noch so alles verschwindet. Weil das ist echt blöd. Hätte ich mir so eine Mühe gegeben. So, das Problem ist nur, ich glaube, wir kriegen jetzt kaum noch Gartenaufträge, so wie es aussieht. Ein bisschen Kies und Sträucher. Ja, dann können wir ja vielleicht mal lernen, wie das mit den Sträuchern und dem Kies funktioniert. Also, bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen hier in Gartenflipper, dem Gartenflipper DLC zum Heimwerker-Simulator. Tschüss!